Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind jetzt hier dabei, uns mal mit Valentine zu unterhalten. Wo ist er denn eigentlich? Irgendwo da hinten. Nicht die Taste, die Taste. Irgendwo da hinten muss doch sein. Warte mal, wir werden das mal kurz hier mit da. Die Public hat die Aufgabe, den Leuten die Augen zu öffnen. Hey, Kleine. Hast du nichts Besseres zu tun? Hast du nichts Besseres zu tun? Aufgepasst. Sag einfach Bescheid. Du siehst aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. Bitte lieber mit ihrer Kaugummi-Inspektion. Ich wollte nur fragen, ob die Dinge zwischen uns gut laufen. Ganz ehrlich, ich wäre im Moment nirgendwo lieber als an deiner Seite. Ja, ja, die Frauen. Das ist erstmal alles. Okay. Die Frauen, lieben mich. Lasst euch vom Stress des Lebens nicht umbringen! Entspannt euch! Hey, du bist dieser Wortbewohner, der aus der Zeitung. Ist das ein echter Wortanzug? Wahnsinn. Boah, wo war das? Ich glaube, irgendwo da hinten. Ah, da ist ja das Zeichen. Das Zentrum des Handels in ganz Diamond City, das sind wir! Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer! Ellie? Bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Gern doch. Gern geschehen. Ja? Huch. Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier, ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's bequem. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Was kannst du mir noch erzählen? Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Wir waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein... Ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Raider? Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Okay. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich.
die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Zünd. Also ein ausrangierter Prototyp. Du bist ein Prototyp? Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich habe noch nie einen Zünd wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Markante Stimme. Hatten eine Waffe. Glatze und Narbe. Outfit zu beschreiben. Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief. Und rau. Wie Schmirgelpapier. Ha, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Der Kerl, der meine Frau getötet hat. Er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha, langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Vielleicht habe ich... Alles war so trübe. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er ist in der Stadt? Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent, daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Vollknick, mach ich. Jetzt. Könnte es sein, dass dieser Kellogg mein Sohn führt, dass der schon 10 Jahre alt ist? Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Hab gehört, dass du Valentine gerettet hast. Gute Arbeit. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Aber warum? Wenn ich ein Kind entführen will und das für irgendwelche Zwecke missbrauchen will, würde ich doch auch die Eltern komplett umlegen. Wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Och, komm. Ich habe immer Glück, dass die Dinger bei mir so abbrechen, ey. Nicht aussperren. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Nice.
Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Schalter oder Knopf. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Wow. Aufbereitetes Wasser. Aufbereitetes Wasser. Aufbereitetes Wasser. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Okay, so ja noch. Gwyneth Stout, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Vorschläge. Ich frage mich, ob Dogmeat seine Fährte aufnehmen kann. Das ist gar keine schlechte Idee. Manche Hunde hier in Commonwealth können Leute über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben. Oder vor sonst irgendwas, das dir das Commonwealth in den Weg stellt. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Also brauchst du Dogmeat jetzt, Das ist ja geil. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Hast du was gefunden, mein Junge? Das ist ja cool. Wenn ich einen Hund brauche, dann ist er sofort da. Das ist ja geil. Ich musste es jetzt erst hinreißen, den als Gefährte holen. Das Bild war cool oben links. Ja, doch. Zu viel Dreck in den Haaren? Dann lasst sie euch schneiden. Doch nicht, ich finde es was. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. So, lauf doch nicht. Such meinen Sohn. Und dann. Hast du es gefunden? Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden.
San Francisco Sunlights. Kellogg's Lieblingssorte. Bingo. Mal sehen, ob wir die vierte wiederfinden. Ich hab dir doch gesagt, dass er die beste Nase der Welt hat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Was war das? Oh, shit. Alter, da stehen die einfach nur mit dem Raketenwerfer. Meins. Was ist jetzt, hätten die auf mich gewartet hier, ne? Na komm, Doc, nee, such mein Kind. Ja, hast du es gefunden? Sieht mir nach einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. Ja, geh mal aus dem Weg. Dogmeat. Hast du die vierte verloren, mein Junge? Was ist los, Junge? Wonach suchen wir? Ja, da. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Ich mag ihn jetzt schon.
Bräuchte ich die schon mal? Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Ich bin schon wieder der Hund, ey. Kann der Hund nochmal bellen? Scheiße, was erwartet der kein Zeichen über den Kopf? Wo der Hund ist.
ist der Hund wieder weg, ey. Ich kotze aufs Brett. Ich lege mich jetzt hier mal 2 Stunden hin. Vielleicht ist er dann wieder da. Ich weiß, dass der da oben gestanden hat. Ich sollte dann hier runtergehen, hab den Hinweis gefunden. Doch der Attrappe. Seitdem ist er weg. Was habe ich natürlich wieder nie gemacht, gespeichert. Ey, ich kotze ab. Der wird nochmal bellen, Mann. Geschafft. Ich könnte mir helfen. Aufgepasst. Hast du was auf dem Herzen? Nick. Was brauchst du? Was meinst du? Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Wo ist der Köter, ey? Nun gut, dann machen wir hier jetzt erstmal eine kleine Pause, bevor ich mich jetzt zu Tode suche. Und ich hoffe, dass ich das Vieh wieder finde. Und dass wir in der nächsten Folge rausfinden, wo der Hund uns hinführen will. Voraussichtlich finde ich den Hund. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei, damit wir gemeinsam quasi herausfinden können. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Huschel.